Hey Alpakas! Bist du homophob und willst mit allem, was schwul ist oder Schwule in irgendeiner Weise unterstützt, möglichst wenig zu tun haben? Gut, überhaupt kein Problem. Mach das ruhig, wenn du das für richtig hältst. Aber dann sei doch wenigstens so konsequent, alle schwulen, freundlichen Firmen und Stars zu vermeiden. Schmeiß doch zum Beispiel erstmal sämtliche Apple-Produkte weg, falls du welche besitzt. Denn Apple-CEO Tim Cook wurde im Juni dieses Jahres aus Versehen von einem TV-Moderator geoutet, der davon ausging, dass eh schon jeder wüsste, dass er schwul ist. Das war zwar auch schon vorher ein offenes Geheimnis und jeder, der es wissen wollte, der wusste es auch, aber jetzt ist es ganz eindeutig und er streitet es auch nicht ab. Er geht sogar stolz auf Schwulenparaden zusammen mit 5000 Apple-Angestellten und ihren Familien. Dafür haben sie sogar extra Apple-Pride-Shirts drucken lassen, 1 Euro iTunes-Karten dabei verteilt und die Unterstützung von LGBTs hat bei Apple schon lange Tradition. Außerdem hat das Unternehmen die Bestwertung von Human Rights Campaigns für LGBT-freundliche Unternehmen. Falls du allerdings eher der Windows-Typ bist, kann ich dich auch nicht wirklich beruhigen. Denn auch Microsoft gilt bei Human Rights Campaigns als eins der LGBT-freundlichsten Unternehmen. Sowohl Gründer Bill Gates als auch CEO Steve Ballmer haben 100.000 Euro aus ihrem Privatvermögen an eine Organisation zur Unterstützung der gleichgeschlechtlichen Ehe gespendet. Und als sei das noch nicht genug, haben sie sogar noch eine firmeninterne Gruppe für schwule, lesbische und transsexuelle Mitarbeiter. Ist das nicht schrecklich? Fehlt ja nur noch, dass die Leute, die solche Unmenschen diskriminieren, rechtlich verfolgen. Ach scheiße, das tun sie ja tatsächlich. Tja, dann musst du wohl ab heute ohne Microsoft-Produkte leben. Ich frage mich gerade, wie du dieses Video noch gucken kannst, wenn du weder Microsoft noch Apple-Produkte verwenden darfst. Vielleicht hier auf deinem Android-Gerät. Hätten wir da nicht das Problem, dass Google da eine ähnliche Politik fährt? Denn auch Google hat eine firmeninterne Gruppe für LGBTs, die sich liebevoll selber als Gaygler bezeichnen. Außerdem haben sie sich während der Olympischen Spiele in Sochi ganz klar gegen Wladimir Putins Anti-Homo-Gesetze ausgesprochen und im Juni ganz viele Regenbogen-Easter Eggs in der Suche versteckt. Auf YouTube gibt es von Google auch hin und wieder Aktionen zu dem Thema wie Hashtag Proud to Love oder während der Fußball-WM Hashtag Proud to Play. Googles Firmenpolitik beinhaltet außerdem, dass auf Vielfalt besonders großen Wert gelegt wird. Google ist davon überzeugt, dass die besten Produkte entstehen, wenn die unterschiedlichsten Menschen aufeinandertreffen und diskutieren und dazu gehören auch Schwule, Lesben und Transsexuelle. Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung oder jedwegen anderen Gründen sehen sie da trotzdem nicht allzu gerne. Dann darfst du jetzt wohl keinen Computer und kein Smartphone der Welt mehr verwenden. Man muss ja konsequent sein bei dem, was man da macht. Und falls du echt ein anderes Betriebssystem findest, dann sollte es dir zumindest noch unmöglich sein, Google und YouTube zu nutzen. Genauso wie Facebook übrigens und damit gleichzeitig auch Instagram und WhatsApp. Die setzen sich nämlich nicht nur für Schwule, Lesben und Transsexuelle ein, sondern auch für Leute, deren Geschlecht nicht eindeutig festzustellen ist. Deswegen hat Facebook schon vor einiger Zeit über 60 Geschlechteroptionen in Facebook eingeführt, die es erst nur im englischen Raum gab, aber mittlerweile auch im deutschen. Facebook hat auch das amerikanische Gesetz zur Gleichstellung der Ehe unterstützt und angegeben, dass 70% der amerikanischen Facebook-Nutzer mindestens einen Freund haben, der LGBT ist. Letztens gab es dann einen kleinen Konflikt mit Transsexuellen, die sich durch die Klarnamenpflicht von Facebook in ihrer Privatsphäre verletzt fühlten. Aber Facebook entschuldigte sich und hat angekündigt, dass sie die Politik dahinter überdenken wollen und die Nutzungsbedingungen dementsprechend anpassen. Die Nutzung solcher Namen ist gerade für Transgender extrem wichtig, damit sie ungeoutet nicht von Familie oder Arbeitgebern aus Versehen auf Facebook gefunden werden. Und den leckeren Kaffee vom Starbucks um die Ecke solltest du vielleicht auch nicht mehr kaufen. Starbucks bietet nämlich für Angestellte, die in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben, die gleichen Vorteile wie für Verheiratete. Ist das nicht fies? Jetzt bringt es denen nicht mal mehr was, dass sie zufällig heterosexuell geboren sind. Und dann verbieten die auch noch jede Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung. Man darf sich ja nicht mal mehr über deren Toleranz beschweren. Natürlich haben sie auch die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe unterstützt. Das braucht man ja kaum noch zu erwähnen. Am besten vermeidest du auch Green Day, alle Sender, die jemals ihre Songs gespielt und alle Medien, die jemals über sie berichtet haben. Billy Joe Armstrong gab nämlich bereits Mitte der 90er öffentlich zu, dass er bisexuell ist. Außerdem küsst er auch noch ständig Fans und Bandmitglieder bei seinen Live-Auftritten. Ist das nicht miese Propaganda? Dazu ist er noch über 20 Jahre mit derselben Frau verheiratet und hat mit ihr auch noch 2 Kinder. Sollte sowas bisexuell nicht verboten werden? Er unterstützt ja sogar die These, dass jeder Mensch erstmal bisexuell geboren wird und ihm nur eingeredet wird, es sei was Schlechtes. Der einzige schwule Musiker ist er aber bei weitem nicht. Frank Ocean von der Odd Future Wolfgang Kill Them All hat sich 2012 ebenfalls als homosexuell geoutet und das als einer der ersten männlichen Rapper. Auf seinem
Tumblr-Blog schrieb er, dass seine erste romantische Liebe ein Mann war. Er vermeidet aber Begriffe wie homo oder bisexuell, sondern redet nur von Liebe. Ist das nicht grässlich, dass sowas von Liebe reden darf? Dabei hat er viel Unterstützung anderer Rapper bekommen, wie The Game, T-Pain, Fat Joe und Tyler, the Creator. Die Crew benutzt zwar selbst oftmals Begriffe wie Faggot in ihren Songs, aber für sie hat das keinerlei Bedeutung und das Wort gilt für sie als entkräftet. Das sind aber auch bei weitem nicht alle Musiker, die schwul oder bisexuell sind. Da gibt es noch so viele mehr. Wie Lady Gaga, David Bowie, Fergie von den Black Eyed Peas, Chris 2 von Anti-Flag oder Rob Halford von Judas Priest. Und von der Queercore-Szene will ich gar nicht erst anfangen, da würdet ihr tot umfallen, wenn ihr von sowas erfahrt. Schwule, lesbische und bisexuelle Schauspieler gibt's übrigens auch mehr als genug, aber ich gebe euch mal so einen kleinen Einblick, was ihr alles vermeiden müsst. Zum Beispiel Neil Patrick Harris, der Barney in How I Met Your Mother spielt und sein Freund spielt in der Serie den Barkeeper. Die beiden haben auch noch zwei Kinder adoptiert. Megan Fox hat sich außerdem auch als bisexuell geoutet, würde aber nie Sex mit einer Frau haben, die auch Sex mit Männern hat. Ihr müsst euch da also gar keine Hoffnung ausmalen. Eure Chancen auf einen Dreier mit ihr sind gerade nur noch weiter gesunken. Außerdem ist auch Jim Parsons schwul, der Sheldon in The Big Bang Theory spielt und Ian McKellar, der Gandalf in Herr der Ringe spielt. Und im Cast von American Horror Story befinden sich gleich drei LGBTs. Zachary Crenshaw, Sarah Paulson und Ryan Murphy. Und auch da gibt es noch weitaus mehr, also guckt lieber mal genau nach, bevor ihr demnächst eine Serie oder einen Film guckt. Wird nun schwer, das zu suchen, wenn so gut wie alle Suchmaschinen der Welt LGBT-freundlich sind. Also wenn du weiterhin ein homophobes Arschloch sein willst, nur zu. Ertrink dich ruhig weiter selber in deinem reaktionären, unbegründeten Hass und misch dich in das Privatleben von Leuten ein, obwohl es dich nichts angeht. Aber dann mach es auch richtig und boykottiere alles eben Genannte und alles, was sonst noch Schwule unterstützt. Das hat für dich den Vorteil, dass du nichts mehr unterstützt, was du nicht magst. Und für uns den Vorteil, dass wir weniger von der Scheiße, die du im Internet von dir gibst, ertragen müssen. Das ist für uns alle nur von Vorteil, also mach das Beste raus. Und wenn du stattdessen lieber mal mit deinen Vorurteilen aufräumen willst, empfehle ich dir dieses Video. Darüber könnt ihr euch der Alpaka-Gang anschließen, um keine meiner Videos mehr zu verpassen. Wenn euch das Video bis zu dieser Stelle gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, allerdings auch unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, ich bin ein süßes Alpaka, ihr seid süße Alpakas, jetzt regt euch drüber auf, dass ich das sagen darf und bis dann.